Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elden Ring. Beim letzten Mal wollte ich herausfinden, wie ich da oben hinkomme. Was ist das denn hier? Mal gucken, wo ich wann bin. Ist das draußen? Das sieht schon sick aus, dann. Aber hier bin ich falsch. Weil da ist dieser eine Raum mit dieser Nebelwand. Ich würde da gerne hinkommen, aber ich weiß nicht wie. Und meine Vermutung ist, dass der von oben erreichbar ist. Dementsprechend muss ich jetzt mal hier jeden Gang kurz abgehen und abchecken. Sache ist, wenn ich das nicht mache, dann werde ich es wohl nie wieder machen. Weil ich dann nie wieder dran denken werde. Hallo? Nein! Vielen Dank. Ja. Kontrolliere das hier nochmal. Ich hier runterfalle, wo komme ich dann hin? Hier dann haben wir so ein kleines. Ich habe es gefunden, wie ich zumindest zu diesem Item komme. Über die Mauer muss ich laufen. Vögel nicht? Nein, der Vogel. Okay, von hier kann ich auf jeden Fall. Oh, guck mal, ich habe eine Leiter. Leck, von hier bin ich. Das habe ich voll übersehen letztes Mal. Von hier komme ich auf den einen, zum Eimzimmer auf jeden Fall. Das ist schon mal interessant. Aber komme ich hier auch? Da komme ich nicht hin. Da war ich schon mal. Genau, das ist der Weg, den ich da laufen muss. Und von hier komme ich da auf diesen Vorsprung. Das ist düster hier. Ich sehe gar nichts. Nice, das wollte ich nur mal haben. So, damit hätten wir das. Aber jetzt bin ich ja immer noch nicht da draußen. Dementsprechend muss ich jetzt mal noch einen anderen Weg suchen. Die öffne ich einmal, habe ich nämlich offen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass ich hier mich nochmal mit dem Aufzug hochfahren muss und nochmal. Lass das mal sein. Hallo! Dass das zufälligerweise hier ist. Tschüss. Weil das, was ich suche, muss oben sein. Um den einen Typen nicht zu finden. Aber nice, dass ich schon mal das habe. Das hilft schon mal ein bisschen weiter. Schon mal eine Sache weiter erledigt. Also es gibt noch viele Gebiete in diesem Stadtgebiet hier, die ich noch nicht gefunden habe. Aber nicht komplett. Zumindest einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Das hätten wir. Mit dem kompletten Gebiet war ich. Da ist nichts gewesen. Was ist das denn da für eine Holzbrücke? Die sieht verdächtig aus. Das ist nämlich auch noch ein Item. Schauen wir mal, wo mich das denn führt.
Ich weiß immer noch nicht, ob es unsichtbare Wände gibt. Also Geheimgänge. Sollte ich vielleicht bei Gelegenheit Martina fragen, ob die da irgendwelche Informationen hat, die ich nicht habe. Ha. Da sind zwei Ratten. Das ist der Vorsprung, wo ich damals den Schlüssel benutzt habe. Der war verschwendet. Das war scheiße. Ganz da unten sind auch noch Items. Das heißt, es gibt nur irgendeinen Weg, um da runter zu kommen. An der Church entlang war nichts. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Ich weiß nicht, wie viel hinkommen ist. Ich muss da den Weg probieren. Ansonsten weiß ich es nicht. Ich meine, ich bin halt super close an diesem Raum dran. Das muss ich jetzt da wirklich komplett außen rumlaufen. Wobei, das müsste ja theoretisch oben gespawnt sein, oder nicht? Hüpfen mal hier längs. Ich meine, ich bin ja runtergefallen. Theoretisch müsste das ja am letzten Ort sein, wo ich gefallen bin, oder nicht? Wenn das Game jetzt mich nicht veräppeln tut. Ja, sehr gut. Echt jetzt? Nee. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich brech zusammen. Ich brech zusammen. Da hinten ist auch noch die andere Tür, die noch zu ist. Ich muss da irgendwo einen Weg geben. Aber wo? Ich muss halt nach unten. Weil ich sag's, es gibt keinen unten. Ich weiß es nicht, wo. Ansonsten gehe ich halt einfach weiter, aber ich finde es schon ärgerlich, weil ich es gerne halt alles clear hätte. Zumindest halt sowas wie das Castle, wo man halt einigermaßen absehen kann. Jetzt habe ich auf jeden Fall alles clear. Aber scheinbar nicht. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ich könnte ja nochmal versuchen durchzulaufen. Oder? Das werde ich doch nicht schaffen, das ist doch zu schmerzhaft, oder? Das ist doch viel zu hoch. Kannst du da versuchen, da auf den Vorsprung zu springen, oder? Nice, das hat tatsächlich geklappt. Platz da, du bist ja nicht wahnsinnig, um dich zu hauen. Ja.
mache das aus dem einfachen Grund, um zu kontrollieren, dass nichts übersehe. Da drüben. Der kommt hier rüber. Muss mich veräppeln. Hier ist nichts. Genau, da sind nämlich die Dinger. Ich komme da aber nicht rein. I'm dead. Ich lebe noch. Ich habe halt keine Zeit. Ah! Aber okay, ich mich einfach verletzt. Als ob dieser komische Ritter mir 500 Jahre hinterherläuft. Ich fand die Höhe her. Das ist dein Blick. Ich weiß es nicht. Ich weiß beim besten Willen nicht. Ich kann es mir nicht erklären, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Kammer auf der Torseite. Sturmschleier Haupttor. Ich weiß es nicht, beim besten Willen. Das ist. Soll das ein Scherz sein? Da ist es auf der Höhe. Das heißt, es ist auf der Höhe von dem Dach. An der letzten Ecke des Daches. Da komme ich da irgendwie hin. Ich werde das finden. Ich werde diesen Scheißraum finden. Ich werde dich finden, auch wenn... Hatte ich gerade eben 10k Seelen? Das muss da sein. Das ist der einzige Spot, wo es sein könnte. Da unten durch das Tor. Und dann rechts. Ansonsten weiß ich nicht, wo es sonst sein könnte. Es gibt ansonsten offiziell echt keinen Spot, der ansatzweise irgendwie Sinn ergibt. Unten durchs Tor. Das heißt, ich muss selten auf dieses Vorder. Das Problem ist, ich komme hier leider keine Abkürzung mäßig rüber. Das ist echt scheiße. Ich habe echt keine Lust, da jedes Mal rüber zu latschen. Ich könnte da durchlaufen. Dann bin ich aber unten wieder. Dann unten ist wieder das komische Scheißgeschütz, was mich da wegrottert. Sind wir uns sicher, dass der Spot hier nicht... Dass der Jump nicht funktioniert? Hundertprozentig. Hundertprozentig geht's nicht. Nee, ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht weiter. Dann scheiß drauf. Eine Sache, die ich noch checken wollte, ist... Küstenhöhle. War da auch was? Das wollte ich mich mal gucken, weil da war doch dieser Händler. Aber der Händler hat doch nicht einfach nur ein Gebiet. Da muss doch irgendwas sein, oder habe ich da irgendwas übersehen? Das wollte ich nochmal gucken. Na fuck, ich habe meine Seelen vergessen. Ich bin auch der größte Depp, was heute wieder abgeht, ne? Ich sollte die vielleicht noch mitnehmen. Boah, danke.
war das da, ist die Küstenhöhle. Weil da ist halt ein Spot, markiert aber kein Dings da, also kein gar nichts. Deswegen wollte ich nochmal nachgucken. Und wie ich da drüben auf die Insel komme, wahrscheinlich über ein Teleportal komme ich da, das ist jetzt mal mein Guess. Weil da gab es ja keine Landmasse, die mich darüber geführt hat. Die Fußstapfen hätten kriegen auch nichts mit, egal mit welcher Tageszeit. Das war zu viel. Das hat mir Schaden gemacht. Das finde ich echt dämlich, dass es durch sowas falsch halten wird. Also sonst jetzt komplett nullieren können. Da, das ist die Höhle. Also heute NPC ist. Aber ist sie auch ein Eingang für eine Höhle? Weil das ist hier keine Höhle, das ist ja einfach nur ein Dings da jetzt, oder nicht? Bin ich jetzt auf dem Spot? Ich bin gar nicht auf dem Spot. Der ist sogar weiter hinten. Links ist der. Ich lauf mal kurz hier hoch. Wo ist denn das mit der Höhle? Die soll hier sein. Nee, hier ist die. Bei den komischen Viechern. Du bist ja kein Affe. Oh, it hurts. Oh. What are you doing here? You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Du bist ja der kleine Affe, oder? Oh. Wolltest du in der Höhle zurück, um mir meine Sachen zu besorgen, ne? Das war echt düster hier dran, zum Glück kann ich die Fackel tragen. Das ist echt cool für solche kleinen Trash-Monster. Die brauchen sich halt nicht groß in Gefahr begeben. Da ist noch einer. Da ist irgendein komischer Schriftzug. Ich glaube es ja wohl. Was steht da? Ha, gucken wir mal, warum nicht? Jetzt mal ist ein Boss, ne? Hab gerade falsche Taste. Heil sehr. Freut mich. Der hat meine Schwerter kaputt gemacht. Ja, hier ist ja gar keiner. Noch einer. Ist halt schnell.
ist doch ein kleiner Affe in der Ecke. Als ich das verloren habe. Ja gut, das wäre alleine ein bisschen schwerer halt, wenn die beide auf mich gehen. Das auf jeden Fall, aber wäre jetzt auch nichts Unmögliches. Mir geht's halt immer noch darum, dass ich halt irgendwie die Story... Weil es ist halt... Ich mache zu viel Schaden, weil ich bin halt viel zu late hier. Vielleicht ist der Weg ganz angenehm. Was ist der Weg da? Oh, jetzt habe ich den Typen vergessen. Vergessen. Wo ist er hin? Du sagst mir helfen. Ich möchte nämlich deine Quest haben. Ich hoffe, dass du eine Quest hast. Ich warte noch mal kurz auf. Bist du schon da? Istavan, der alte Räder. Was denn? Was soll der Scheiß denn? Gibst du mir jetzt deine Quest oder so? Oder erzählst du mir irgendwas davon, dass du toll bist? Was leuchtet denn hier so? Ach, meine Seele, die hab ich ganz vergessen. Wo geht mich das hin? Ist nichts davon, dass ich einen Boss gekillt habe, oder was? LOL? Da bin ich reingegangen, jetzt komme ich. Echt? Das ist doch nicht 1:1 der Laufweg. Das ist doch nicht der Laufweg. Ja, geil, jetzt bin ich übrigens auf der Höhle. Auf der anderen Insel, ja gesagt. Fühl mich zwar ein bisschen komisch,
Da ist was hinter. Da ist nichts hinter. Ich dachte, das wäre ein Bär oder sowas. Ich wollte jetzt nicht reinlaufen einfach. Was ist das denn? Nee, Peanuts. Kirschi der Drachenkommunikation. Was ist das für ein Ding? Ich hab ein Drachenherz, soll ich das essen? Wo ist denn das Objekt? Wo ist das? Hm. Wo ist denn mein Drachenherz? Wechselt. Schleier des Imitators. Was machst du? Cool, ich bin ein Baum. Ach, das ist sowas wie PvP für Invasion, ne? Man braucht FP. Jederkopf, hallo. Bitte helfen. Nee, ganz ehrlich, keine Ahnung, wo mein Drachenherz ist. Altar untersuchen. Passiert aber nichts bei. Dann weiß ich es nicht. Gibt es hier sonst noch etwas auf der Insel oder ist das alles? Scheint relativ alles zu sein, ne? Die Insel ist ja größer auch, wenn ich so ein Item. Der ist groß und die Welle auch ist. Der groß und die Welle. Hier ist wieder irgendwo so ein komischer Leberball. Was war das? Ja, schön. Scheint, als hätte ich damit alles gefunden. Komme ich wieder am Anfang des Dungeons raus? Wahrscheinlich, wenn ich wieder zurücklaufe, ne? Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg, um auf die andere Seite zu kommen, ja? Wobei, ne, komm. Keine Ahnung, was mit dem Ding ist. Geh einfach hier. Ist doch viel einfacher. Der hat doch einen Porter. Wegen NPC-Gespräch. Oh. Die Nerl. Die Nerl überreichen. Wait. Is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. Bitteschön. Kleiner Affe. Und jetzt? What made you go into a thing like that? My mum was a seamstress. And that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamstress like my mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted. Ja, nett für dich. Schön, damit hatten wir das doch auch gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Ich meine, ich hätte ihn doch nur besiegt, aber irgendwie braucht da nichts. Höhle des Wissens. Ich kontrolliere momentan nochmal die ganzen Gebiete einfach. Einfach nur alles ablaufen. Bevor das.
Orte der Gnade. Das Rasten einer Ort der Gnade. Wait, wo bin ich denn hier? What the heck? Das ist der Scheiß, okay. Friedhof der Gestrandeten. Genau, dieses komische Glockending könnte man auch nochmal gucken, ob da nochmal irgendwas ist, aber. Oh, guck mal. Das war ja das Anfangsgebiet. Was ist hier? Scheint mit Poison zu sein. Nicht gelaufen, weil irgendwas gerascht hat, wenn sie überall Leichen sind. Okay, es fährt bis nach unten. Ist das nur das eine? Da unten geht es wahrscheinlich weiter, ne? Ah, da geht es um die Ecke. So. Warten wir nochmal auf den, oder? Das sieht aus von den Spuren, als würde das Ding gleich weiter runterfahren, ne? Das ist mal ein Guess. Haha, weggemacht. Da ist doch schon direkt das nächste Ding. Ich laufe mal vorbei einfach. Ich doch mal direkt zum nächsten Teil, weil hier sind nämlich überall diese Spuren. So ein Zufall, dass das Pferd aber auch weiß, dass ich jetzt hier bin. Okay. Oh! Nicht euer Ernst. What? Was ein Scam. Wo bringt mich das denn hin? Was ist denn da? Ich meine, da hätte ich ja auch direkt am Anfang hingehen können, wenn ich mit dem Studium gestartet wäre, ne? Mit diesem komischen Steinschlüssel, den ich halt nicht hatte. Ich hatte irgendwas, was ich direkt weggeschmissen habe, weil ich erstmal die falsche Taste gedrückt habe am Anfang. Ich dachte, ich hätte einen Step durchgefangen. Auf jeden Fall, bis er oben fährt. Ich vertraue dem Pferd aber nicht. Kann ich hier runter? Kann ich hier runter? Ich sollte vielleicht safe spielen. Wo
sind meine Seelen? Da sind meine Seelen, ne? Ich warte mal, bis der kommt. Ja, noch eine Runde. Heißt, der kommt einmal runter, na, hat der denn? Ganz viel Zeit. Der ist ganz oben. Der ist gerade eben vor allem hier unten umgedreht. Lauf, 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 lauf. Dachte ich mir, jetzt fährst du dadurch. Okay, das, an der Seite ist da nichts. Fährst wieder hoch. Lauf! Er hat das Item eingesammelt, der Mistkerl. Dabei wurde er langsamer. Das ist die Falle. Das ist ja gemein. Das ist ja richtig fies. Das ist ja richtig gemein. Und das soll ich zeitlich schaffen? Das war ja noch ein gigantisches Stück. Ich meine, ja, ich wurde langsamer, aber... Das soll ich tatsächlich schaffen? Oh, das ist nicht wie ein Dax. War das ein Dax für 2, glaube ich? Wenn ich gerollt habe. Oh. Doch, scheiße. Oh, das wäre vielleicht interessant. Jetzt habe ich natürlich direkt gemacht. Das war dumm. Das war dumm. Der Gedanke war nämlich eigentlich, dass ich das behalte und dafür dann. Mist. Ich darf meine Seelen nicht verlieren können. Gerade einfach. Ich werde meine Seelen noch nicht durch so einen scheiß Wallet-Boss verlieren. Ich hoffe, dass am Ende wenigstens irgendwas Cooles auf mich wartet, irgendeine Belohnung. Ätzendes Ding, ehrlich. Oh, Arschwert. Oh, wunderbar, die Seelen sind hier in dem Raum. Bis wohin fährst du denn zurück, dass ich das nicht geschafft habe? Du wirst doch wohl bis ganz oben fahren, oder nicht? Erst so bis dahin. Wie soll das denn gehen? Das ist doch unmöglich. Geht's nur steil bergab. Ich muss mich wohl verlaufen, oder ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das ist zeitlich doch gar nicht möglich. Nochmal eins zurück. Da ist ich jetzt. So, und fährst du? Das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube, ich sehe es zwar nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Da geht's nach unten. Das ist es, da muss ich hin. Das ist ja eklig, das ist ja richtig eklig. Geht das? Kann man das machen? Das ist ja ein richtig ekliges Game, was das angeht. Ich könnte aber tatsächlich wirklich versuchen, das Ding zu benutzen. Ist zwar einigermaßen schummeln eigentlich, ne? Aber... Oh, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck! Ich hab das Ding voll vergessen. Ich hab nicht mehr dran gedacht, scheiße. Ja, jetzt habe ich auch Panik und nicht gelaufen, dann müssen wir mal eine Runde. Ich hab nicht dran gedacht. Warum wollte ich das? Das ist so gemein. Hätte ich nicht geschafft, zwei durch. Das Ding ist zu schnell. Das ist meine Gelegenheit. So, nie anders. Lauf, 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 lauf. Muss ich hin, verdammte Scheiße? Da hinten gibt es noch einen anderen Weg lang. Das nervt mich hier. Weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ah, oh, hier ist eine Zwischenebene, wo ich hätte runterdroppen können. Auch gut. Das heißt, mein Weg war sogar nochmal nicht mal so geplant wahrscheinlich ursprünglich. Bist du da direkt um? Bist du. Theoretisch ist der Weg nach unten schneller. Weil länger. Ich laufe erstmal wieder hoch. Ich wollte nur das Item einsammeln. Keine Ahnung, wo der Weg da oben hinführt. Also ich auf jeden Fall weiß ich, dass ich ein Schwert mitnehmen sollte. Denn wir laufen hinterher. Hoffen, dass wir hier jetzt gleich irgendwo einen Scheiß finden. Ist doch wohl kein Bosskampf, oder? Das wäre aber der größte Scam ever. Wehe, hier ist ein Bosskampf. Ich laufe doch nicht so einen langen Weg für einen Bosskampf. Was zur Hölle? Yeah.
Okay. Den mach ich nicht. Scheiß auf diese. Das ist ja richtig eklig. Na gut, ich sag das mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.